Hallo meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Heute ist so der Tag gewesen, da hätte ich, wenn ich die Entscheidung nicht schon getroffen hätte, das Land zu verlassen, ja, heute hätte ich sie getroffen. Und wenn ihr wissen wollt, warum ausgerechnet heute nochmal, dann solltet ihr das Video weiterschauen. Ja, ihr Lieben, hinter mir, neben mir, rund um mich herum, seht ihr im Grunde genommen die ganzen Boote, die hier in Bayahibe jetzt gerade liegen und im Grunde genommen nichts zu tun haben. Das sind die Boote, die benutzt werden zum Teil für die Speedboot-Touren, die also Touristen speziell von Punta Cana zu den Inseln Saona und Catalina befördern. So, dieser Tourismusbereich liegt natürlich komplett brach, wenn keine Touristen da sind. Wie sollen diese Boote denn fahren? Wie soll das Geschäft denn hier laufen? Und so wie es aussieht, wird das also auch noch sehr, sehr lange dauern, bis also dieses Geschäft der Exkursion wieder in vollem Gange ist. Der Tourismusminister meint ja, eventuell in 13 bis 18 Monaten hätte sich der Tourismus wieder so weit erholt, dass man die Zahl von 2018 in irgendeiner Form wieder erreichen könnte. Das waren ungefähr 8 Millionen Touristen im Jahr. So. 2019 war ja die Krise mit den Amerikanern, da ist der Tourismus also ein bisschen eingebrochen. Und 2020, wie ihr wisst, durch die Corona-Krise weltweit ist es natürlich komplett zusammengebrochen. Jetzt haben wir heute eine Mitteilung bekommen, dass das Land heute ja den Notstand der Epidemie ausgerufen hat. Das heißt also, der Minister de Salud, also der Gesundheitsminister, hat den Notstand der Epidemie ausgerufen. Das bedeutet nichts anderes, dass jetzt weiterhin die Ausgangssperre besteht von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Also egal, ob jetzt hier am 1. Juli im Grunde genommen die Flughäfen wieder aufmachen und was auch immer passiert. Also im Grunde genommen, die Ausgangssperre bleibt gleich. Restaurants, Bars, Discos, was auch immer, also Aktivitäten mit mehreren Menschen bleiben weiterhin geschlossen, bis auf Weiteres. Und Pizza to go oder Essen to go kann man machen, aber jetzt so Kneipen, wo Leute gerne an der Bar sitzen und so weiter, das ist also alles erstmal dahin. Und das wird also auch dauern, bis das Ganze dann wieder sich normalisiert. Also solange der Notstand der Epidemie ausgerufen ist, sind ganz strikte Dinge noch einzuhalten. Und da gibt es also eine riesige Litanei, was das also alles ist. Die Kirche darf dreimal in der Woche darf die Kirche halten, das sollte man nicht meinen. Ja, aber alles andere wird dann ganz stark im Grunde genommen dann beeinträchtigt. Fitnesscenter, Diskotheken dürfen also alles nicht dürfen alle nicht öffnen. Nebenbei habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, und zumindest in einem meiner Livestreams, dass auch der Gesundheitsminister strikte Regeln natürlich vorgelegt hat, was Exkursionen angeht. Am Anfang hieß es ja, man darf nur Aktivitäten machen, die im Hotel angeboten werden, was natürlich den Tourist sehr beeinträchtigt. Also haben natürlich die ganzen Exkursionsunternehmen ein bisschen rebelliert. Man hat dann einen Kompromiss gefunden, dass also da Exkursionen stattfinden dürfen, wobei aber die Touristen, die das machen, müssen natürlich Mundschutz tragen, müssen die Hände 50.000 Mal desinfizieren, müssen Abstände wahren und. Das ist also nicht unbedingt jetzt eine entspannende Tour. Und das Problem liegt aber daran, dass alle, die mit den Touristen zu tun haben, das heißt vom Busfahrer angefangen, über die Tourguides, über die Bootsbesatzung, egal wie die alle da sind, müssen sich täglich, beruhe mich auf das Wort täglich, von einem Arzt untersuchen lassen, dass sie im Grunde genommen Corona-frei sind. Täglich ist das große Wort. Denn wenn ich überlege, dass Exkursionen in Punta Cana Barbaro losgehen um 6.30 Uhr, 6 Uhr, wenn die Leute abgeholt werden, und der Busfahrer oder der Tourguide, die stehen dann da morgens um 6 Uhr vor den Toren des Hotels. Wie sollen die armen Kerle denn da schon mal einen Attest vom Arzt beibringen, dass sie also an diesem Tage Corona-frei sind? Und das ist jeden Tag verlangt. Also wie soll das vonstatten gehen? Das ist nur ein kleiner Teil. Dann auf den Touren, da dürfen dann nur Plastikbecher, Plastikteller, Plastikbesteck. Da müssen die Hände desinfiziert werden, bevor du den Drink holst und so weiter und so fort. Also sind tausend verschiedene Dinge. Da stelle ich mir ernsthaft die Frage, was ist das denn für ein Karibikurlaub, den man da plant? Bezahlt viel Geld, fliegt in die Karibik, will Palmen haben und muss dann bei einer Exkursion
dann diese kompletten Corona-Vorschriften beachten. Also das ist in meinen Augen, ist das absolut kein Erholungsurlaub mehr. Hast du Restriktionen im Hotel, du darfst nicht machen, was du willst, da ist die Disco vermutlich abends zu und. Also das ist ein traumhafter Karibikurlaub. Also Leute, seid mir nicht böse, aber da bleibe ich lieber zu Hause oder gehe dann irgendwo vor Ort, irgendwo in den Allgäu oder nach Österreich oder sonst wohin. Ja, also bevor ich da mir die Qual antue und fliege in die Karibik. So sieht es also aus im Moment. Und das ist der Grund, warum ich heute gerade sagte, mein Gott, Uwe, es ist schon okay, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Denn wirklich, wenn ich das so analysiere, also bis hier wieder Tourismus im Gange ist, bis wir wieder Business hätten, wir dürfen ja auch keins machen, also ist ja wurscht, wir dürfen ja auch, obwohl jetzt am 1. alles wieder öffnet, dürfen wir ja weiterhin nichts machen. Ja, es ist ja dann immer noch verboten durch den Notstand der Epidemie und dann stehst du dumm da. Ja. Und da lassen wir uns mal überraschen, ob zumindest dann die Strände wieder öffnen, dass man zumindest schwimmen gehen darf. Nichtsdestotrotz seht ihr auch noch die Wolken. Also wir haben jetzt nicht unbedingt den klaren Himmel. Die Sahara-Staubwolke ist auch immer noch über uns und meine Augen, die brennen auch vor sich hin. Kneife ich natürlich hier auch mit der Sonne ein bisschen zu. Aber das sind alles so Dinge, die mich heute gerade wieder bestärkt haben in dem Entschluss, den ich ja schon länger gefasst habe, also die Dominikanische Republik doch zu verlassen. Und ja, ich sage euch sehr ehrlich, ich habe auch gestern ja einen wunderschönen Live-Chat gehabt mit meiner Community. Wir haben lange gequatscht im Chat. Und ja, wenn ich die dann alle sehe, die alle glücklich und froh sind, wenn ich rüberkomme nach Deutschland oder nach Europa, also das bestärkt mich dann schon, das zu tun. Ja, und ich freue mich dann auch in irgendeiner Form drauf. So, also das sind so mal jetzt die groben Updates. Corona-Zahlen steigen ohne Ende, deswegen hat natürlich der Gesundheitsminister diesen Notstand der Epidemie ausgerufen. Und wie die Folgen jetzt im Endeffekt sind, werden wir dann sehen nächste Woche. Viele Fluggesellschaften haben ihre Flüge schon wieder gecancelt. Das ist also der Bericht von gestern. Es waren ja viele angekündigt, viele Flüge sind aber ganz viele wieder gestrichen. Die fleißig fliegen, ist immer noch die Amerikaner. Die kommen also hier mit Delta, mit JetBlue, American Airlines. Also die sind fleißig am Herkommen. Und ich muss schauen, also bis jetzt ist mein Plan, dass ich vermutlich über Kanada fliege. Ich habe also auf der Lufthansa-Seite da geschaut. Und die bieten einen Flug an nach Toronto, Toronto-München, München-Frankfurt. Und das ist also momentan so mein Plan. Vielen Dank für die Kommentare, die mich dann auch immer erreichen. Vielen Dank für die Hilfsangebote, die da kommen mit Flügen und so weiter. Aber ich möchte anmerken, dass ich hier in diesem Lande kein Tourist bin. Ja, weil es kommen auch viele Kommentare, die sagen, ja, melde dich doch bei der Botschaft und beim Auswärtigen Amt und Uwe, die fliegen dich raus. Nein, das tun sie nicht, weil ich bin kein Tourist. Ich bin hier in diesem Land ansässig. Ich habe hier meine Residenzia. Und ich habe also mit diesem Programm, was die Bundesregierung Deutschland anbietet, nichts zu tun. Und ich kann auch dieses Programm nicht in Anspruch nehmen, weil ich in diesem Lande hier lebe und auch hier mein Wohnsitz gemeldet ist. Ja, das hat also damit schon ganz viel zu tun. Dann kann ich dieses Notfallprogramm nicht in Anspruch nehmen. Ich könnte mich an die deutsche Botschaft wenden in einem Katastrophenfall. Ja, da bin ich registriert. Für den Fall einer Naturkatastrophe würde mich natürlich die deutsche Botschaft hier ausfliegen, weil ich deutscher Staatsangehöriger selbstverständlich immer noch bin. Aber jetzt hier in so einem Falle obliegt das ganz alleine der Rechtsprechung, dass also nur Touristen ausgeflogen werden mit einem gültigen Rückflugticket nach Europa. So. Und aber nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank für diese Hilfsangebote, die da immer kommen. Das ist ganz, ganz lieb von euch. Und ich schätze das sehr. Ja. So, ihr Lieben, somit habt ihr mal nochmal hier so einen Blick über die Bucht. Ich schwenke also nochmal so ein bisschen hin und her. Dann seht ihr diese ganzen Boote, die da liegen, brach liegen. Wir haben ja noch zwei andere Buchten, wo die alle drin sitzen. Und wir haben eine ganze Menge an Booten. Wir verköstigen hier jeden Tag so ungefähr 3000 Menschen, ja, die normalerweise Exkursionen machen. Aber seit 3 Monaten
niemanden mehr. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Euer Uwe. Tschüss.